Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ein Video gedreht, was mir nicht gefallen hat. Dann habe ich noch ein Video gedreht, was mir nicht gefallen hat. Und jetzt drehe ich noch ein Video, was mir hoffentlich gefällt. Das Video hier ist also eher ein spontanes Video. Ich hoffe, es gefällt euch aber trotzdem. Und ja, dann würde ich einfach nur sagen, viel Spaß mit den nervigen Dingen am Zug fahren. Nummer 1. Die Verspätungen. Ich verstehe es wirklich nicht. Du rennst zum Zug, bist vielleicht eine Sekunde zu spät. Und wo ist die Bahn? Sie ist schon abgefahren. Und dann, wenn du pünktlich bist, dann hat die Deutsche Bahn so viel Verspätung. Letztens zum Beispiel wollte ich nach Dortmund zu Seppi AT fahren. Und ja, da war ich auch ein paar Minuten vorher da, bevor der Zug eigentlich losfuhr. Und was sehe ich dann? 30 Minuten später. Und als ob das nicht das Schlimmste wäre, nein. Es wurden dann später nochmal 30 Minuten später. Ich hatte mir für die Hinfahrt ein NRW 2-Stunden-Ticket geholt. Mit diesem Ticket kann man halt nach dem Kaufen 2 Stunden durch komplett NRW fahren. Das Problem dann war nur, weil es ja diese eine Stunde Verspätung gab, geht das jetzt noch mit dem Ticket. Denn das Ticket ist eigentlich gültig, ab dann, wenn man das Ticket halt holt. Naja, ich habe ja nicht viel dabei gedacht. Ich bin dann einfach mit dem Ticket gefahren. Es kam da kein Kontrolleur. Vielleicht hätte es teuer werden können. Naja, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, warum gibt es immer diese Verspätungen? Gerade in richtig blöden Situationen, wenn du zum Beispiel eilig hast oder vielleicht einen Anschlusszug deswegen noch verpasst. Es ist sehr ärgerlich, aber ich meine, man kann dagegen leider nichts tun. Und ja, ich würde sagen, nächster Punkt. Nummer 2. Überfüllter Zug. Das Problem kennen wir doch alle, wenn der Zug einfach mega überfüllt ist. Das taucht tatsächlich eher bei der Straßenbahn oder auch beim Bus auf, aber eben auch beim Zug. Das fängt schon dabei an, wenn du überhaupt in diesen Zug rein möchtest. Oft kommst du sogar gar nicht rein, weil es einfach so eng da drin ist. Du kommst da einfach nicht mehr rein, du passt da einfach nicht mehr in diesen Zug rein. Wenn du es dann aber doch noch geschafft hast, dich da rein zu quetschen, dann ist es einfach mega ätzend. Total wenig Sauerstoff ist in diesem Zug und es stinkt einfach so stark. Außerdem ist es ziemlich unangenehm, wenn du dann die ganze Zeit mit diesen Leuten praktisch kuscheln musst. Das nächste Problem, was dann natürlich auftaucht, ist das Problem, wenn man dann wieder raus möchte aus dem Zug, weil man gerade jetzt bei der Haltestelle steht, wo man raus muss. Du bist vielleicht mega weit in der Mitte oder hinten halt vom Zug und du musst zur Tür, aber das ist einfach mega schwer, weil du musst dann schreien, ja, ich will noch raus, ich will noch raus. Und dann müssen alle Leute wegen dir aussteigen und, ach Gott. Was mir auch schon passiert ist, dass ich gar nicht diese Haltestelle mehr rausgekommen ist, weil der Fahrer denkt sich einfach nur so, nö, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Nummer 3. Beim Schwarzfahren kontrolliert werden. Ich kenne einen Freund, nennen wir ihn jetzt einfach mal Dieter. Auf jeden Fall hat Dieter immer ein Ticket dabei und fährt mehrmals am Tag Zug. Er wurde eigentlich noch nie kontrolliert und deswegen denkt er sich eines Tages, lohnt es sich überhaupt heute ein Ticket zu holen? Ich werde doch eh nicht kontrolliert. Und ja, dann holt er sich halt kein Ticket, denkt sich nicht viel dabei, geht in den Zug und was passiert dann? Er wird kontrolliert. Das ist natürlich mega ärgerlich, weil sonst hat er immer ein Ticket und jetzt hatte er ein einziges Mal kein Ticket und wurde dann direkt kontrolliert. Das war dann auf jeden Fall sehr, sehr teuer. So Leute, das war jetzt mein neues Video. Sorry, dass es so kurz war, aber wie gesagt, das war ein sehr spontanes Video. Kennt ihr noch weitere nervige Dinge am Zug fahren? Dann lasst sie mich mal in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Yo, ho!